Hallo ihr Lieben, was geht ab? Hier ist euer Bobby. Und wieder mit einem weiteren Folge von Sky Factory 3, jawoll! Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Genau, wir sind so stehen geblieben, dass hier alles voller Wasser war. Ich war angepisst, habe die Folge beendet und habe jetzt ein schönes Dach hier drauf gebaut. Genau. Und heute geht's wieder weiter. Was wir machen heute wieder ein paar Achievements. Also so weit sind wir schon mal gekommen. Use a clock on an invested leaf to get string. Craft a sieve and a string mesh. Beides haben wir auch gemacht. Dann collect rain water in a oak barrel or melt saplings in a oak crucible. Haben wir sogar beides gemacht. Craft cobblestone from the smaller stones that drops from the dirt. Haben wir. Und jetzt, was wir letztes Mal, glaube ich, nicht gemacht haben. Dass wir mal so, keine Ahnung, so mal so drei Cobblestone, dass wir die mal zu Sand, Kies und so weiter verarbeiten. Dann haben wir nämlich dieses Achievement auch noch. 1, 2, 3. Und dann, oh, ich muss es ja platzieren. 1, 2, 3. So, dann haben wir das auch wieder. Jo. Dann gehen wir mal ins Achievement Book. Dann haben wir das auch. Cobblestone into gravel, gravel into sand and sand into dust. Haben wir Sieve, Gravel, Sand and Ore in. Oh mein Gott. Okay, dann brauche ich noch kurz. So. Einen von denen platzieren wir noch. Zack, dann haben wir alles. Wir haben kein normales Sieve. So fängt's an, Leute. So fängt's an. Ja, wenn ich es noch richtig weiß, ist das so? Nee. Sieve. Was benötigt denn Sieve? Achso, hier nur ein Slab, okay. Nochmal zurück. Slab. Slab. Zack, zack. Und dann da. Oh, gut. Dann das Sieve können wir hierhin einfach mal. Haben wir noch ein Mesh? Nein, haben wir nicht. Dann brauchen wir schnell neue Strings. Neue Strings zu Mesh. Das Mesh hier rein. Und da können wir auch schon. Dann haben wir schon mal Dust gesieft. Wir haben Gravel gesieft. Und wir haben Sand gesieft. Und was wir hier rausbekommen, seht ihr, Crushed Iron Ore. Also Iron Ore, Piece, Copper Ore, Gold Ore. Und so wird eben die. Oh. Ja. So wird eben die. Die ganzen Erze werden so produziert. Mann! Ja, komm, wir machen weiter. Dann haben wir das auch schon. Make Tickets Construct Tools from Bone Ore Flint. Flint bekommen wir eben, wenn wir. Oh. Ich hätte eigentlich eine bessere Idee. Die zeige ich euch gleich, was ich für eine bessere Idee habe. Aber jetzt dieses. Was habe ich gesagt? Das Gravel. Sondern das. Mann, wieso vergesse ich das jetzt immer? From Flint, genau. Flint bekommen wir aus dem Gravel hier raus. Seht ihr? Eins haben wir eh schon bekommen. Eins ist aber nicht genug. Und was ich eben in Planung hatte, was ich mir gerade gedacht habe, wenn ich hier Holz nehme, so mir einfach mal so viel Holz mache, das dann hier rauf und das dann so, kann ich mir einen Compressed Hammer machen. Stimmt, so habe ich recht. Jawohl, ich kann mir einen Compressed Hammer machen. Und dieser Compressed Hammer ist natürlich sehr hilfreich, weil ich dadurch Compressed Sachen zerdeppern kann. Also wenn ich hier den Cobblestone nehme, kann ich hier so den Cobblestone machen, den Cobblestone hinsetzen und dann hier mit dem Compressed einfach mal so neuen Gravel rausbekommen. Ist schon richtig OP.
Das dann wieder siefen. Und wir kommen natürlich kein Flint raus. Ja, was wir jetzt machen ist, ich weiß nicht genau, wie die Rezepte dafür gehen, ob das richtig ist. Okay, hier, wir machen diese Blank Patterns. Dann brauchen wir noch eine Chest, wir brauchen eine Working Bench, das hier oben hin. Und dann eine Chest, eine Working Bench, ein normales Holz. Und jetzt fängt schon wieder an zu regnen. Und dieses Part Ding hier noch. Das stelle ich alles mal hier oben hin. Mach mir ein paar Slabs. Wir tun auf ein paar Slabs, genau. Und habe ich noch einen Cobblestone? Ich habe kein Cobblestone mehr. Ich habe aber auch kein Dirt. Okay, da muss ich dann doch meinen schön gebrannten Stone nehmen. Die mal kurz zerdeppern. Oh, oh. Nee, das muss ich ja mit einer Pickaxe machen. Oh Gott. Funktionieren die normalen Tools überhaupt? Ich glaube schon. Ja, die. Eine Frage, ich verwende die ja immer die ganze Zeit. Mein Gott. Meine Güte, meine Güte. Weil dann können wir hier einen Builderswan machen. Der Builderswan, den finde ich richtig gut. Vor allem, wenn man in die höheren Stufen geht. Man kann hier einfach zack, 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 zack. Und schon hat man so eine übelst fette Plattform, die man einfach aus dem Nichts schnell errichten kann. Ist voll nice. Und auf Diamant oder höher ist es halt noch viel, viel besser, weil es mehr abbauen kann. Okay, einmal brauchen wir die Toolstation. Dann die Pattern Chest. Stencil und ein paar Bilder, wenn es mich nicht ganz täuscht. Jawohl. Da brauchen wir mal sowas. Als erstes bauen wir uns eine Axt, genau. Oder sollen wir uns gleich eine Madrock machen? Nee, ich mag die Madrock nicht so gern. Die mag ich einfach nicht. Machen wir lieber hier so eine Axt. Stell die dann. Oh. Okay. Achso, die Pattern Chest. Achso, die erweitert sich doch noch. Okay. Einmal brauche ich den Stick hier. Einen Stick. Schön, und einmal brauche ich das hier, und zwar von Flint. Den Flint haben wir hier oben. Nice. Das ist zum Beispiel neu, Leute. Das kenne ich persönlich nicht. Weiß jetzt nicht so. Warte, ich brauche für das 2 Flint. Das ist nicht dein verkackter Ernst, oder? Ach, scheiße, Leute. Okay, dann müssen wir uns noch ein paar Sticks machen. Sticks waren hier, die Planks waren hier und das so. Dann haben wir uns ein paar Wooden Shears gemacht. Wir haben jetzt leider keine Stone Shears und nichts. Paar Blätterchen abreißen. Haben wir eigentlich noch unseren Builderswan? Ja. Weil den Builderswan benutze ich jetzt noch schnell. Weil der Builderswan verwendet wieder extra Platz. Und die ganzen Slabs, wo ich hier im Inventar habe, die brauchen auch übelst viel Platz. Kann ich das eh schnell platzieren? 1, 2 und 3. Okay. Dann fällt nämlich das Laub nicht mehr so leicht runter. Oder nicht mehr so viel zumindest. Und wir sind ein bisschen sicherer unterwegs. Ich hoffe, hier ist die Mod drin, wo man seine Tinkers Construct Tools mit Levels upgraden kann. Also die so Levels generieren. XP generieren soll's. Das wäre richtig nice, weil ich liebe diese Mod.
wenn sie auf einmal irgendwelche, wie soll ich sagen, irgendwelche Modifikationen drauf bekommen, die man eigentlich selber dafür nichts tun muss, außer dass man mit ihnen ein bisschen abbaut und das automatisch bekommt. Eins, zwei und ich bekomme ich auch noch. Dankeschön. Die Laubblätter kann ich wieder verwenden zum Kompostieren. Schnell mal den Komposter hauen. Und dann können wir auch schon wieder weitermachen. Eins, zwei und euch setze ich auch noch. So, dann sind wir alle glücklich. Ja, ich brauche jetzt noch einen Flint. Den Flint bekomme ich natürlich, wenn ich diesen Cobblestone, also diesen Gravel hier endlich mal sieven kann. Wo habe ich jetzt das ganze Laub hingepackt? Mann. So, alles wieder voll machen hier. Na, oh. Hä? Ach so, ich habe ihn mitgenommen. Ah, oh, ich bin so dumm. Und dann läuft das schon wieder. Denn Dirt haben wir eh schon wieder genug. 15 Dirt haben wir wieder. Das wäre ein Compressed Dirt. Das ist aber leider nicht genug. Okay, hier habe ich noch alles so gemacht. Komm, wir fertig. Und jetzt weiter. Immer klickt mein Finger, tut weh. Oh, Gott sei Dank. Es gab fast einen Krampf. Wir haben wieder zwei Compressed Dirt. Wir müssen hier so viel Dirt verarbeiten. Ich bin so glücklich, wenn wir einen automatischen Cobblestone-Generator haben. Ich bin so verdammt glücklich. Okay, was bekommen wir dann hier? Bekommen wir 11 Stones raus. Ja, das ist doch mal eine Zahl, oder? Dann kann sie noch gleich ein bisschen weitergehen, wenn wir hier alles aufbauen. So, die drei kann ich auch noch nehmen. Wieder einen. Mir fehlt genau ein Dirt. Wow. Alles klar. Hier ist einfach ein Baum vor mir, vor meiner Schnauze. Kann ich das auch kompostieren? Nö. Bruce Seed. Bruce Wood. Und jetzt bekommen wir noch einen raus. Da bekommen wir hier sicher noch ein paar Cobblestones raus. So. Nice. Jetzt haben wir eh genug für zwei Compressed Cobblestone. Also da müssten wir jetzt einfach einen Flint rausbekommen. Es geht gar nicht anders. Wenn ich hier jetzt keinen Flint rausbekomme, dann kriege ich die Krise. Das ist so viel. Die kann ich kurz zerstören, brauche ich eh nicht mehr nachher. Weil ich meine Flint Kinkers Construct Eggs habe. Oh Gott sei Dank, wir haben noch zwei. Huch, ich dachte, wir bekommen jetzt nur eins raus. Das wäre eine Katastrophe gewesen. So. Und dann das. Alter. What the fuck? Das ist mal komplett neu. Was? Das war so. Alles klar. Ach, hier brauche ich auch noch ein Binding Tool. Seit wann brauche ich denn hier ein Binding Tool, bitte? Okay, wo ist denn hier ein Binding Tool? Kann ich hier reinklatschen? Dann das so und das so, genau. Dann haben wir auch ein Binding Tool und dann so das und wir haben eine Flint Hatche. Jawohl, Leute, habt ihr das gesehen? Wir können sie upgraden hier, 4 XP. Jawohl.
brauchen wahrscheinlich noch einiges mehr Scheren. Seeds habe ich genug. Sticks haben wir hier. Holz haben wir auch mehr als genug eigentlich. Ist ja kein Problem. Machen wir einfach mal so alle Scheren hier. Zack. Die gehen eh ziemlich schnell kaputt, also juckt mich nicht. Noch ein paar. Die Blätter können wir wegrustieren. Das wird wieder richtig. Genau so. Und hier ist gleich wieder. Oh, das ist ein großer Tree. Zack. Oh, zack. Einfach mal so kurzerhand abgebaut. Easy, cheesy lamb, was easy, oder? Oh. Hier sind so viele Laubblätter, ich kann die einfach nicht verwenden. Beziehungsweise ich habe einfach keine Lust dazu, dass ich die einfach holen gehe. Okay, so, jetzt alles schnell füllen. Hier eh gleich wieder die nächsten Blätter holen. Oh, ich bin schon wieder voll. Ah. Es läuft gar nicht so schlecht, weil wir haben jetzt mal die Tickets Construct Tools gemacht. Können wir hier wieder ein bisschen Dirt machen. Oh, wir sind schon wieder aus. Schon wieder voll. So. Jetzt haben wir wieder genug. Gut, gut, gut. Alle Bäume wieder pflanzen, das hier rein, auch wieder machen. Oh, jetzt geht's. Oh, wir haben zu wenig Laubblätter, okay. Ist egal, wir haben ja noch Saplings. Und so, Leute, so kommen wir in 0,nix. Bis jetzt. Alles abfarmen. Oh, hier ist eh schon wieder der nächste Baum gewachsen. Oha, voll schnell. Abfarmen hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön ist das. Sollten immer so kleine Bäume wachsen. Die sind viel angenehmer zum Farmen. Für mich persönlich. Oh. Okay, wieso komme ich da nicht rein? Ein Bug oder etwas. Oh, das tat weh. Shoot. War jetzt ein bisschen blöd, dass ich die Axt verwendet habe. Weiß gar nicht, wie viel Laubblätter das wir schon wieder haben. Ich glaube, es ist viel zu viel, das wir haben. Oh ja, das reicht fürs Erste auf jeden Fall. So, hier habe ich mal wieder Arbeit zum Kompostieren, ne? Und was werde ich eigentlich in der nächsten Folge machen? In der nächsten Folge. Wir müssen schauen, was sagt eigentlich das Achievement Book uns. Das sagt, make a tinker construct before, das haben wir. Make clay by putting dust into a water filled barrel. Okay. Craft a crook. Crafting cook a crucible. Ach, wir kommen hier gleich mal zum Cobblestone Generator. Nice.
Ja, ich mache das jetzt weiter off-cam, diese ganzen Laubaktionen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir doch mal euren Support. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß und ciao.